Habe ich jetzt hoffentlich richtig gesehen. Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss das irgendwie herausfinden. Ja? Ich habe eine Bitte an Sie. Und zwar, dass Fräulein Sissi ist gerade an mir vorbeigegangen. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich das gesehen habe, was ich denke. Ich wollte jetzt gerade bei mir was holen, um dem Fräulein Sissi zu bringen. Könnten Sie sich von hinten eventuell mal anschleichen und das nachprüfen? Ja, warte, ich könnte meine kurz. Ja, ich gehe ganz kurz das Zeug holen. So, wo war jetzt der bessere Wein drinne? Dort. Das Fräulein. Also, ich hab's leider nicht wirklich geschafft. Also ich bin eigentlich. Ich hab's so getan, als wäre ich ganz normal Essen kaufen. Aber ich wollte nicht die Perle, sonst. Ne? Naja, ich werde das Fräulein Sissi jetzt mal in ein Gespräch verwickeln und vielleicht könnten Sie sich von hinten mal anschleichen und. Alles klar. Okay. Fräulein Sissi, ich hab mal eine Bitte an Sie. Und zwar, könnten Sie mal das Schlückchen kosten? Was ist das? Das ist selbstgemachter Wein, der in meinen Fässern gereift ist. Weil Sie als Expertin für Lebensmittel, ich denke mal, Hab ich da okay. Wein gehört? Nein. Und? Schmeckt irgendwie eisenhaltig. Ja, aber sonst schlecht ist ihn nicht, oder? Nö, eigentlich nicht. Okay, dann. Muss er noch ein bisschen reifen, damit er nicht so eisenhaltig schmeckt, aber ansonsten. Ja, wäre schon mal gut. Das Fläschchen hätte ich aber gerne wieder. Ich wollte gerade sagen. Aber ich habe hier noch ein bisschen was anderes für Sie. Oh. Womit ich nichts anfangen kann. Dankeschön. Bitteschön. Ja, dann einen schönen Tag noch. Ebenso. Und? So, ja, es sind blaue Dämpfe hochgestiegen. Also langsam habe ich das Gefühl, jeder in dieser Stadt, Dorf, ist irgendwie, wurde mindestens einmal von einem Werwolf gebissen. Toll. Da haben wir jetzt wirklich ein Problem. Ich frage mich, wenn ich dem Fräulein Sissi so einen Trank gebe, ob sie den trinken würde oder nicht. Ja. Echt? Wir müssten halt gucken, ob wir das freiwillig oder unfreiwillig. Naja. Aber die Frage ist. Ja, nee, was heißt die Frage? Ich möchte eigentlich keinen Werwolf als Stadtherrn haben. Ich möchte unter keinem Werwolf stehen und dienen. Ja, jetzt müssen wir irgendwann den Herrn Darko vielleicht noch überprüfen, oder haben Sie das schon gemacht? Nee, dazu bin ich leider auch nicht gekommen. Mist, dann müssen wir das die Tage mal in Angriff nehmen.
Na, ich könnte es ja auch irgendwie. Ich denke, der kommt irgendwann wieder aus seiner Mine raus und will sich den Hammer reparieren lassen. Mhm. Und da könnten, und während ich dann im Gespräch mit ihm vertieft bin oder so, was weiß ich, können sie ja, wie gesagt, auch halt von hinten. Ja. Herr Olaf! Was war das? Das war der Herr Olaf. Was? Der hat heute auf seinem Magietisch Glas und sowas hingelegt und dann hat er so, ich weiß gar nicht, das sah aus wie zwei Flügel oder ein Umhang oder sowas. Damit kann er sich unsichtbar machen. Na, das ist praktisch, besonders beim Untersuchen. Wenn er uns das verkauft? Naja, aber Sie sehen ja, er hat was in der Hand und das sieht man. Ja, gut. Aber jetzt, wo Sie es sagen, so zum Aushorchen. Herr Olaf, kommen Sie mal bitte. Kommen Sie mal her. Machen Sie sich mal bitte so, dass wir Sie sehen. Und dieses komische Ding vom Gesicht dort weg. Ja. Moment. Ich muss. Verplant wie immer. Er und seriös. Ja. Alles klar. Ja. Herr Olaf. Wir möchten gern so einen Umhang, der unsichtbar macht, haben, kaufen. Kaufen? Wird schwer. Ich kann Ihnen das nur ausleihen, weil der funktioniert nur mit Mana. Dafür brauchen Sie so einen wunderbaren Ring. Und dieser Ring, der muss ständig aufgeladen werden. Deswegen würde ich sagen, den Mantel können Sie gerne kaufen. Aber tatsächlich, der Ring wird nur ausgeliehen. Weil dann kann ich ihn wieder auffüllen. Dann müssen Sie das nicht auffüllen. Dann müssen Sie nicht extra zahlen. Sie können es natürlich auch kaufen. Dann müssen Sie aber auch die Mana-Menge kaufen. Wie steht denn der Preis für den Umhang und den Ring? Also 3 Tage, 3 Nächte kostet circa... Nein, jetzt richtig kaufen. Ach, richtig kaufen. Also der Umhang, der kostet jetzt nicht so viel. Aber man muss noch mal kurz die Herstellungskosten nachgucken. Mir ist irgendwo aufgeschrieben. Das dauert ein bisschen. Ah, hier. Hier, es kostet 2 plus Marine Crystals. Die sind ziemlich einfach zu schaffen. Ja, okay. Dann 4 Mana-Glas, auch ganz einfach. 2 Wolle, ja, okay. Aber das Schwierige ist die Mana-Perle. Dafür brauche ich ziemlich viel Mana. Also ich würde sagen, so schon 6 Münzen, so 6, 10 Münzen. Für den Umhang. Für den Umhang, ja, genau. Eisenmünzen. Ja. Gut. Und für den Ring? Der Ring wird ausgeliehen, alle 3 Nächte und 3 Tage. Wenn ich da bin auf dem Server. Wir wollen das komplett fest kaufen. Fest kaufen? Ja. Dann würde ich sagen 26. Und was? Die Mana-Menge mit einbegriffen, die zukünftige. Ja. Also mit zukünftiger Mana-Menge. Ja, genau, mit zukünftiger Mana-Menge. 26. Gut. Dann würde ich sagen, machen Sie sich mal. Ich brauche Vorbezahlung, damit ich das überhaupt herstellen kann. Mhm. Die Herstellungskosten sind nämlich nicht ganz billig und ich. 20, 40, 26, 46, 52. Ich zahle Ihnen jetzt für 1. Was war das? Ich war's nicht. Nee, ich war's echt nicht. Lustig, ich würde es auch können. Hä, was ist das denn? Okay, ich hab mir eben einen Ring of Magnetization gemacht. Also falls Sie irgendwas fallen lassen, dann wird das sofort in mein Inventar gesaugt. Ja, dann ziehen Sie den mal aus. Und ich glaube mal nicht, dass das zu Ihrem Beruf gehört.
Aber es ist Magie. Magie. Ja. Das war jetzt ein blauer Ring. Ein blauer Magiering, das war der Ring auf Magnetization, so wie ich ihn nenne. Also, in auf normal sprachiger Sprache übersetzt, Ring der Magnetisation. Also, er ist magnetisch. Das ist mir schon klar. Wird der auch mit Mana aufgeladen? Ich weiß es noch nicht, ich muss es tatsächlich noch herausfinden. Okay, ja, aber dann den Ring bitte nicht in der Stadt verwenden. Falls mal wirklich jemand was verliert, weil er irgendwo runterfällt, dann wäre das unpraktisch, selbst wenn sie das alles um einsammeln. Dann werden sie vielleicht noch als des Diebstahls beschuldigt oder so. Ich kann ihm das ja dann wieder zurückgeben. So, aber ich habe jetzt für eins komplett bezahlt. Ja, genau. Und sie so lange meine Auffassung. Nee, wir wollen das dann, wenn es wirklich fertig ist, und dann kriegen sie den Rest bezahlt. Achso, der Umhang hat wie viel gekostet? So 10. Dann wäre der Ring 16 mit jedes Mal aufladen. Ja, aber ich glaube, ich werde den Preis hochdrehen. Weil wenn es 2 wollen, dann ist natürlich die Begehrtheit, dann sagen wir 1 Gold mehr. Also wie jetzt insgesamt? Naja, 27. 27. Umso mehr Leute bestellen, umso mehr Mana muss ich zur Verfügung stellen. Gut. Und das wird dann dementsprechend dann halt auch teurer. Also 27 Eisenmünzen. Genau. Dann kriegen sie von mir ja auch noch eine. Ja, nee. Obwohl, doch. So kann man das machen. Also seid gewarnt, wenn jemand noch einen Umhang kauft, müssen sie jeweils noch eine Münze dazu geben. Ja. Gut. Gut. Dann sind wir mal gespannt, wann es fertig ist. Ja. Lassen Sie sich Zeit. Ja, lassen Sie sich Zeit. Gut. Und ich werde mich jetzt erstmal aufs Ohr hauen. Gut. Da rennt die Brille ohne Kopf. Oh Mann. Naja. Ach, und falls Sie noch mehr solche Türen brauchen, die gibt es jetzt bei der Holzfällerei im Shop. Gut, weil ich möchte da so einen versteckten Raum. Weil ich möchte nicht einfach, dass jemand in mein Haus irgendwie einbricht. Sie verstehen ja. Ja, ich krieg das mit. Alle rennen sie irgendwie in die Häuser rein und halten sich nicht wirklich dran, wenn man was sagt.